Nein, bei Bravo gibt's nur eins, deswegen. Ja, gut, Bravo Richtung ist noch. Pixel den im Norden. Besondere Vorsicht müssten dann also wahrscheinlich 2 und 3 walten lassen, weil da diese Stadt Wackgar ist oder wie die heißt. Wacken? Jackgar. Wack ist vorbei, du Spaß. Was ist da? Jacken. Willkommen im Modus CHD47F. Das Wasser kommt ja oder was? Das Bordpersonal wird in wenigen Minuten mit Getränken und Essen durch die Reihen gehen. Wir haben die Auswahl zwischen Rami und Käsebrötchen. Es gibt beim Ausstieg hier aber kein Schokoherz. Gib einen Tritt in den Arsch und Leitergiftung. Oder gab's das bei... Berlin gibt Schokoherzen. Oder was? Ich dachte, nur Erdbeeren hat diese Schokoherzen. Naja, ist ja richtig. Berlin ist, haben die wirklich Schokoherzen? Ich bin damit mal geflogen, ich hab keins bekommen. Was Grüne, ja, weil du einfach nicht so vertrauenserweckend aussahst. Oh. Ja, das Grüne war was anderes, was die offiziell nicht anbieten dürfen. Nein, die Airline mit diesem grünlichen Logo. Greenpeace? Alter, man merkt, du bist wirklich viel. Liegt als Tier, als Passagier bei Greenpeace. Ne? Wir sind Irish gleich oder da, also Vorsicht. Jawohl, Vorsicht. Zisch, bumm, you got phoned by APG. Ist das hell? Ich hab meine Sonnenbrille vergessen. Hey, you got owned by APG. Ey, Jungs, aha, ich hab's dabei. Dass der Gunner sich jemand selber anvisiert? So, so, nebenbei. Der hält die Waffe falsch rum. Erzähl dir mal. Mann, Osten, Mann, ne? Ich bleib einmal durch die Reihe. Das macht ja aber bitte keiner einen auf Private Paula. Knall. Irre. Rotes Gummi. Ich mach's dann nur noch mit Inflation. Du schiffst der rote Punkt hier. Das rechte. Du. Ruhig jetzt. Verdammt lang her. Psst, wir müssen leise sein am Landen. Sonst hören sie den Heli nicht. Ach nee, wir sind in einem Hochschau, aber kein U-Boot. Seid leise, sonst hören die Feinde den Hubschrauber nicht, ja. So, jetzt sind wir fast bei Landzone. Ah, noch ein Schluck aus der Buddel. Abwesend, was gibt's? Hier, der geht in Richtung Westen, ne? Ja. Was, Metwurst? Metwurst sind aus der Flasche, ja. Wurst. Flüssigwurst. Ja, Wurst. Flüssigfleisch. Ja, Wurst aus der Nahrung. Bevor wir landen, nochmal alle Rules of Engagement, ja, nicht eigenmächtig angreifen bei Beschuss. Wir wollen erstmal scouten, also Auskundschaften und dann wird alles weitere. Ich hoffe, einer von euch beiden in meinem Team hat einen Night Vision mit, weil ich kann nicht viel helfen. Achso. Ach, der. Und so sobald der Heli am Boden ist, aussteigen. So verstanden. Alpha liefern, was scouten ist. Alpha ist aber auf der Couch sitzt und den Fernseher guckt. Scouts, ja. Wo ich jetzt Scout. Ja, mein Pferd lass auf der Couch sitzen. Okay, alle also zwei denn nach Osten. Das ist doch ein Spanner. Die haben aufgesetzt, oder? Ja. Okay, alle ja. Raus. Ja, nee, ja. Ja, doch, kannst aber. Der Westen ist da lang. Das andere Westen. Bravo und die Mühle. Ich lauf mal bei dir mit. Jawohl.
Einfach die dann alle, ja, wenn ihr Kontakte seht, direkt melden, sonst gehe ich davon aus, dass keiner irgendeinen Feindkontakt sieht. Hat einer von uns einen Night Vision dabei? Oder seht irgendeiner genug für ohne? Ich habe Nachtsichtgerät dabei. Alles klar, dann bildest du einfach mal... Dann bildet Pixel einfach mal, Stase hat ja die Sprengladung. Dann sage ich doch mal, Pixel einfach mal die Spitze von unserem Team. Ich sage euch schon, wenn irgendwo ein Kieselstein deckt. Ja, wir werden folgen in Richtung 285. Ich sag das gleich mit den anderen Teams. Okay, Alpha Lead, alle Feuerteams und Bravo hinten in der Mitte, genau wie der Medic. Wir werden Richtung 285, also 285 Grad, verlegen. Und wie gesagt, Alpha Lead in der Mitte, links Alpha 2, rechts Alpha 3 und hinten in der Mitte Bravo. Kommen. Alpha 3 verstanden. Alpha 2 verstanden. Horizont voraus, sauber. Alpha Lead dann Bravo. Verstanden, kommen. Ich glaube, der Funk ist noch. Ja, hat gerade gefunkt, der hat gesagt verstanden. Oh. War gerade genau Doppelfunk. Alles klar. Gut. Gott, scheiße. Du meinen Night Vision haben, Steffen, oder? Nee, passt schon. Wie gesagt, wird relativ fix. Ich sehe ja schon wesentlich mehr. Mein Gott. Dieser scheiß Funkbug nervt mich. So. Alles klar. Alpha Lead an alle. Abmarsch. Alpha 3, die Frage, was der empfohlene Abstand zu den Alphas, unter den Alphas? Alpha Lead, wir sollten nicht mehr als 50 bis 100 Meter auseinander sein. Schon aber eine erkennbare Speerspitze bilden, also ein V mit uns an der Spitze. Kommen. So, verstanden. Alpha Lead, Ende. Pixel, wenn wir dann oben bei dieser Anhöhe sind, also auf der Bergspitze vor uns, dann mal kurz Horch halte. Erstmal wieder in die Steuerung reinfummeln, ey. Zu viele Knöpfe. Legte doch diesen... Olympian. Jetzt extra programmiert noch mit einer Taste. Hat er so geschickt als Entwicklung. Ja, das war cool. Einmal drücken A, dreimal drücken C. You one eye three. Und jetzt neu, Olympian. Erinnert mich an das iDial, wo es nur dieses eine Rad zum Auswählen gab für alles. Ja. Diese Verarschung. Oder wie auch immer das hieß. Ist es ein Stein? Nein, es ist Pixel. Aber der Stein besteht auch nur aus Pixel. Polygone. Die am Ende auch nur Pixel sind. Ich geb dir gleich Pickel. Leute, Textur ist das Zauberwort. Sind gleich oben. Jawohl, ist mir gar nicht aufgefallen. Höhe da vorne. Auf 3,30. Naja, 2,85 laufen wir ja. So ungefähr.
ganz da hinten die, die dort wirklich so halb im Nebel. Das können aber noch so... Nein. Schon, wenn wir, wenn wir ein Tal vor uns haben, mal kurz gucken, dass man da nicht irgendwo reinläuft, wo man nicht reinlaufen will. Aha. Verstehst du? Täler umgehen. Rüberspringen. Leer. Alles klar, ich sehe nichts. Wenn Pixel du auch nicht siehst, dann machen wir weiter. Ich sehe auch nichts. Going. Alpha 2, Alpha 3, ist das Tempo so okay? Kommen. Alpha 2 ist ungefähr 50 Meter von euch links. Meisterhaft die Frage um Shift. Wir hängen ein bisschen hinterher, aber wir sind auf dem Weg, komm. Alpha Lead verstanden, Ende. Ja, Bravo müsste ich auch anmelden. Ich habe euch irgendwie verloren. Ich weiß nicht genau, wo ihr seid, aber Bam will wohl eine Ahnung haben. Alpha Lead, Bravo, so verstanden. Wir pausieren einfach mal, bis ihr wieder Anschluss gefunden habt. Wir sind von der Landezone in Richtung 290 Grad weiter marschiert, sind jetzt auf der ersten Anhöhe. Kommen. Jawohl, Dito, wir kommen gerade hinter euch von der Anhöhe runter. Alpha 3 verstanden. Digga, dies hier nix. Alpha Lead, Bravo, verstanden. Ende. Willkommen sein, gedackelt. Danke. Oh, Bravo, Medic ist da. Hervorragend, dann haben wir einen Medic mehr. Ich hoffe, ihr seid dann mal Alpha Lead. Ja. Ja, sehr schön, dann ist Bravo jetzt da mit den beiden Medics. Alles klar, dann lasst euch noch wieder 2-3 Meter zurückfallen. Ja, Bam. Ja, Bam. Ich vertraue dir jetzt. Weiter? Tut mir leid, dass ich an dir zweifle. Alpha 2 an Alpha 1, wir befinden uns 160 Grad von euch. Es wird nicht entschuldigt. Ja. Alpha 1, ich habe den Kontakt. Ende. Welches Squad befindet sich hinter euch? Bravo. Alpha Lead, das ist Bravo. Ja, dann ist hier. So verstanden, danke. Okay, linke Flanke sich Kontakt. Ach, ich drück diesen Knopf, es geht an und dann direkt wieder aus. Ja, toll. Ja, fick. Und da ist auch Alpha Lead Alpha 2. Von der Blickrichtung eures Hügels herab in Richtung Südwesten und Süden. Ist da alles frei? Kommen. Ja, die auf dem Hügel da 150 sind Alpha 2. Wir checken gerade, wir melden uns wieder. Ja, und die auf 60. Alpha 1 verstanden. Das ist das andere. Yes. So wie es sein soll. Das funktioniert ja hervorragend. Bumm, tot. Sag's nicht zu laut. Alpha 2 und Alpha 1, Südwesten ist frei. Ja, Alpha 1 so verstanden. Wir verlegen dann gleich weiter in die Marschrichtung 285 Grad. Alle Mann bereit machen und auf uns achten. Wir laufen dann einfach los und ihr folgt. Ende. Also jetzt lauft jeder in eine andere Richtung. So, nee, wir laufen schon alle noch in die Marschrichtung. Habe ich extra gesagt. Ja, gesagt, alles klar. Du tust, ist was anderes. Pixel, dann nach deinem Ermessen, Marsch. Okay. You take the point. Moving. I bring out the mic. Ich kann schon fast was sehen. Hab ich auch gerade ausprobiert. Aber auf der Main finden noch zu dunkel. Ich bin ja vorbereitet, ich hab gar kein Nachtsichtgerät mit. Hast du aus Black Hawk Down nichts gelernt? Ne, ich habe eine Wasserflasche dabei. Ja, der eine will doch auch Wasser mitnehmen und nimmt nichts mit. Zu lange her, dass ich ihn gesehen habe. Aber Steff hat mitgedacht, dafür das 80-Gerät nicht dabei. Ja. Aber hey, ich bin, mach's einfach wie bei der Drink My Own Piss. Ich habe nämlich Fluoreszen im Urin. Solltest du mal vom Arzt untersuchen lassen. Urin fluoresziert immer. Jupp. Unter Blaulicht jedenfalls. Und ich könnte ja einen Krankenwagen rufen. Alles klar, Pixel, du lässt einfach mal deinen Blick schweifen. Du hast ja noch mit die beste Sicht mit Magus und nach deinem Ermessen. Bin ich eigentlich der Einzige hier mit der Nachtsicht? Nee. Nein, ich bin auch noch mit der Nachtsicht. Ich habe auch eine, ich hab's noch. Hier Katzensicht. Und vor allen Dingen, bevor es hell ist, bringt mir mein RCO nichts. Ja. Die haben doch auch Thermal dabei, warum nutzen wir die eigentlich nicht?
Wer hat denn die Thermal dabei? Ich hab Thermal dabei, ob ich es mitnehmen durfte. Nein, die durften einen MX mitnehmen. Ja, du kannst da durchgucken, hindert dich ja keiner dran, ne? Die mache ich auch gerade und ich sehe, und wie sie sehen, sehen sie nichts. Also doch, da oben ist ein Kaninchen. Oh Gott. Falls irgendjemand ein Tygotatatikati sieht, dann kann er mir Bescheid sagen. Kaninchen, aufpassen. Was, wenn einer was sieht? Ein Tygotatikati. Achso. als ich das gerade nur so nebenbei gehört habe, habe ich nicht gedacht, dass es so schwul ist. Also, hast du nicht Ice Age geguckt? Was oder nicht? Nein, ich sehe überhaupt nichts. Okay, so verstanden. Na gut, Pixel, dann weiter geht's. Roger that. Zwei Flachtes. Talibanhase. Voll schade. Talibanhase? Moving. Weiter geht's, Jungs. Ich immer mit meinem schwulen Moving. Boah, das sind Verbündete. Okay, weiter geht's. Oh, das sind Verbündete. Ja, die lieben plötzlich auf ein Level mit uns. Ja, die haben Laser an. Ja, aber nicht mehr ohne Nachrichtgegen hält. Ah, okay. Ja, für mich ist es noch zu, ohne noch zu dunkel irgendwie. Wir bekommen komplett durchgewartet. Eigentlich schon ziemlich hell. Recht schräg rechts oben die Anhöhe. Das bin ich ein bisschen pessimistisch. Wechsel hier nach rechts in das Tal hinein, vorsichtig. Wohin? Rechts rein? Ja. Rechts ins Tal hinein, einfach nur. Ne, nicht rein rennen, sondern nur gucken. Also. Ja, ja. Okay. Alpha 1 an alle, wir. Oh, falsches Funkgerät. Ich schmeiß es gleich mal weg hier. Alpha 1. Ah! Oh. Naja, nicht aufregen. Lieber noch einen Block Butter essen. Oh, ich kann eine Tasche damit und fertig ist. Wer ist unter uns? Alpha Lead von Bravo 1 kommen. Alpha Lead hört. Von halb. Zur allgemeinen Information, Alpha 2 ist halt um die 250 bis 300 Meter ganz schön weit links weg. Da hat er recht. Alpha Lead so verstanden. Alpha 2, könnt ihr dann wieder ein bisschen aufschließen in Richtung Norden, dass ihr nicht allzu weit vom Schuss abkommt? Kommen. Dito. Wir versuchen eigentlich hier Alpha 2, wir versuchen eigentlich hier so 280 zu laufen. Ja, aber ihr solltet ja in Formation bleiben. Alpha 1, also Pixel ist der Frontmann, der kümmert sich um die Marschrichtung. Der guckt sich halt das Gelände ein bisschen an. Das heißt also nicht, dass alle jetzt dogmatisch 285 Grad rennen. Wir wollen schon zusammenbleiben. Ne, ich hab das schon ein bisschen aufgesplittet. Wenn rechts von euch guckst, die anderen sind ja auch knappe 100 Meter von euch entfernt, oder? Ah, dann müssen die anderen das auch korrigieren. Mehr als 100 Meter sollten es nicht sein und bei euch sind es fast schon 250. Große okay, Ebene, dann würde ich sagen, haben wir den ersten Teil hinter uns. Okay, wir bleiben kurz stehen, bis die anderen sich wieder ein bisschen organisiert haben und dann... Kein GPS. Wir sind jetzt bei, wenn du es wissen willst, 028065. 028? Also haben wir ungefähr die Hälfte der Strecke hinter uns. Ich markiere in der Gruppe. Ja. Markiert. Sehe ich das richtig? Ist hier. Alpha 1 an alle, wir sind jetzt bei Koordinaten 028065, das ist ungefähr bergfest der ersten Strecke. Wir haben definitiv keine Kontakte in der näheren Umgebung. Wir haben. Ja, nee, alles klar. Wir kommen von unten aus an. Alpha 1 an Alpha 3 kommen. Wir kommen von unten. Das Dumme ist, ja. Wir kommen Alpha von jeder Seite von unten. Alpha 1, ihr habt uns im Blick und Anschluss. Kommen. Ja, positiv. Alpha 1, so verstanden. Es geht gleich weiter. Wenn wir uns fortbewegen, dann wieder Marsch. Ja, verstanden, Alpha 3. Ne. Es gibt da noch alles eine klar, kleine Pizza. Anhöhe. Die go? Ist auf 023. Go, 067. When you say go. Kurz am Telefon. Ist markiert. Okay. Pixel, du kannst dich hinterher schieben, ne? Was? Tarsenschirm. Steffen, ich habe eine kleine Markierung auf der Karte gemacht. Vielleicht zur Bemerkung. Unser Ziel liegt auf einer. Ja, naja, der Wegpunkt liegt auf dem Berg.
Also wenn man sich unterhalten, dann rennt er einfach weg. Ne, der Wegpunkt liegt auf dem Berg. Das heißt, die Ziele sind nicht unbedingt genau da. So, wieder da. Jawohl, wieder da. Steffen, ich habe mit einem Ohr zugehört. Ja, was denn? Ich habe dich doch nicht beleidigt. Nicht absichtlich. Nein, nein, ich meine bloß, ich bin auch einfach mitgerannt. Achso. Das heißt nicht, dass ich überall was sein kann. Du bist also einhändig am Telefonieren. Hm. Und wer fährt? Ah, das mache ich auch noch. Gott, ist dieser Hügel steil. Gut, dass ich heute nur Salat hatte. Halt, clear. Rechts. Alles klar. Schwung nutzen. Der kann mich rechts überholen. Hm, so, da war ja toll. Deswegen war es sicher schön, wer ist. Hm, im Fahrzeug geht's ja. Und gefühlt bin ich ein Panzer. Ja, stimmt. Wir hatten uns ja geeinigt, dass du klein und fett bist. Ich meinte eher meine Schlagkraft, Markus. Ah, dein Momentum. Hm, genau. Eine kleine, dicke Frau. Wie war das? Hast du gesagt. Ja, also hier würde ich auf jeden Fall nicht Urlaub machen wollen. Sieht sauber aus. Petze. Sieht ja gar nicht mal nach so viel Tourismus aus. Oh, ist echt sehr sauber. Wahnsinnig gute Müllabfuhr. Ja, hier kommt halt der Battle Bus nicht so oft her. Den ganzen Tudis. Hm. Alpha 3, Leiter. Alpha 1 hört. Alpha 3 setzt sich hinter dem Bravo-Team, wenn es jetzt wieder ein bisschen ausschließt, wenn er dem der Spitze eben sagen kann, dass es langsam nicht machen sterben soll. Alpha 1 so verstanden, wir halten bei 023066 an dieser kleinen Hügelspitze. Ende. So verstanden. Pixel auf dem Hügel nochmal kurz anhalten, ne? Okay, rechte Flanke, eigene Männer. Alpha 3 an Alpha Lead, bitte kommen. Alpha Lead hört. Wir haben extreme Steigungen zu überwältigen. Hier rechts hinter uns, eigene Flanke, eigene Männer. Alpha Lead so verstanden, wir warten hier, Ende. Verstanden, Ende. Wir beenden uns gegenseitig. Kurz an diesen Bastard. Ah, das ist echt schick für den Hinterhalt hier. Mila, schreist du noch ein bisschen nach rechts raus, wenn wir hier alle auf einem Hügel warten? Von der links, so auf 240, ist ein kleiner Talkessel. Ja, sehe ich. Naja, wie schon gesagt, glotzen auf. Mhm. Also die Bergmie ist sauber. Mhm. Ja, das Negativ, verlockt immer. Im Talkessel, 240. Talkessel, Kontakte. Alpha Lead, wir haben Kontakte bei unserer Position in Richtung 240 Grad auf halber Anhöhe von dem Berg. Wir haben Kontakte mit Infanterie. Kontakt Richtung 240. 3, alle mal Stopp und Deckung und Halt. 4. Alpha Lead. 4 Mann mindestens. Ja. Halt um auf AE-Granaten. 249 Grad. Harnnetz. 149? 249. Ich markiere das mal auf der Karte, das ist ja auch Arnnetz. Diese Senke, ne? Rechts von dem Felsen. Einfach die hört. Mehrere feindliche Kontakte auch bestätigt Richtung Süd. Handvoll Männer. Stück mehr. Richtung Süd?
Richtung Süden? Auch noch Kontakte? Alpha. Warte mal, ich komme mal ein Stück zurück, damit ich im Notfall stehe. Also da hinten, wo der Laser hingeht, habe ich keine Wärmekontakte. Alpha Lead, bitte nochmal bestätigen. Weitere Kontakte Richtung Süd, nicht 240 Grad, wie eben schon aufgeklärt, kommen. Ja, Alpha 2, Jungs, verwechselt uns nicht. Wir befinden uns im Süden. Markus, hinter mir frei? Ja. So, 0, 2, 3, 7. Also da hinten sind keine Wärmekontakte, wo die Laser hingehen. Negativ, Alpha 3, hier. Ich bin rechts von der Fackel. Also da hinten sind auf jeden Fall mindestens 10 Kontakte, was ich bis jetzt sehen konnte. Warum kann ich keinen Wärmekontakt da hinten rein beim Netz? Ist das da hinten 240 oder was ist da hinten? Hat einer ein Entfernungsgerät? Ja, Alpha Lead so verstanden. Auf jeden Fall feindliche Kontakte Richtung Süd. Negativ. Wie viel Grad sind das? 240 ist 50. Sind nicht viel mehr als 300 Meter. Kann jemand mal den Laser Richtung folgen? Da sind nämlich wirklich anscheinend feindliche Kontakte. Wer der Nacht geht, hat einfach damit ihr mal. Auf 241 Grad hinter den Bäumen. Also sind doch unsere Richtung, ja, die wir schon aufgeklärt haben. Denke ich, also ja. Ob es feindliche sind, weiß ich nicht, aber es war es sind feindliche. Es sind okay. Definitiv bestätigt, feindliche. Sieht so aus, als ob da ein Fahrzeug ist. 241 Tarnnetz. Jawohl, Tarnnetz. Jawohl, da links davon ist ein Fahrzeug oder sowas. Hast du ein Entfernungsmessgerät damit drin? Ich hab eins. Ich messe mal. Ich hab eine Thermal hier. Ach nee, im Visier, Jungs, tut mir. Kunde? 250. 250? Ah, so jetzt sehe ich was, okay. Ich messe nochmal, kann sein, dass es der Baum war? Definitiv bewaffnet. Oh ja, ich seh das Feld, okay. Ich hab ja, 245, 250 Meter. So verstanden, HE gelocken. Ich hab dich so drauf, das Fahrzeug. Alpha Lead hier, Alpha 2, wir bewegen uns langsam auf die Kontakte. Wie kann ich eigentlich vom Granada für die Entfernung einstellen, würde mich mal interessieren. Ready to fire. Kürze hoch, Kürze runter. Ja? Ich bin frei. Alpha 2 an Alpha Lead, habt ihr Sichtkontakt? Wer bist du? Ach, Edan. Alpha Lead, stand by, ich suche euch. Ihr müsstet ja von uns aus gesehen Richtung Süden sein. Ihr lauft jetzt in diesen Talkessel rein, kommen. Alpha 2 ist bei, aus dem Kessel wieder draußen, steht an einem Stein, Laser sind an, könnt ihr uns sehen? Seht einer Alpha 2 mit Lasern? Ja, ich hab den auf Gunner im Faden. Bei 20. Zu 20, alles klar. An dem Felsen sind sie. Alpha Lead verstanden, wir werden das Camp erst mit Granaten erdecken und dann von hier eine Feuerlinie bilden. Ihr könnt dann in das Camp einrücken. Kommen. Kodiak? Ich Kontakt verloren. Ja, ja, hier. Kannst du die Truppen eben kurz markieren mit dem Laser, damit ich die ihm anvisieren kann? Ich hab bei der Waffe lustigerweise keinen Laser. Wer kann denn eben kurz die Truppen markieren mit dem Laser? Also das Tarnzelt, das Alpha Lead in Alpha 2, habt ihr das so verstanden? Ja, links davon hin in den Bäumen sind sie. Alpha 2, hier kommt die. Die ist da, wo jetzt von links die Laser. Wir sehen die so. Alpha Lead, wir werden Granatenbeschuss auf das Camp eröffnen. Sobald einige Granaten gelandet sind, werde ich euch sagen, ihr könnt vorrücken und das Camp ausschalten. Wir bilden hier Feuerunterstützung. Kommen. Ich Kontakt wieder. Okay, Alpha 2 hält sich bereit für den Granatenbeschuss. Alpha Lead, genau. Inne. Wie alles klar, für die Granaten. Hallo. 250. 50 positiv. Ist eingestellt. Zippo auch. Super. Ja, warte. Wir werden also gleich alle zusammen anfangen, das Feuer zu öffnen. Dann wird Alpha 2 rein vorrücken und die hoffentlich wenigen verbleibenden Gegner ausschalten. Habt ihr das alle so verstanden? Positiv. Ja, wohl. Alles klar. Gut, alle bereit. Alpha Lead dann alles stand by. Einige Granaten einschlagen lassen, dann vorrücken Alpha 2, wenn der Granatenbeschuss aufhört. Kommen. Alpha 2 mehr sehe ich nicht. Links, ja, das reicht ja. Du kannst ja ein bisschen verteilen, die. Ich meine, die fliegen ja im ballistischen Bogen. Okay, Alpha 3 an Alpha Lead. Links von dran. Ja, da am Berg so ein Felsen, genau, da wo die Bäume aufhören. Da unterhalb, ein Stück unterhalb, da sind sie. Da habe ich im Blickfeld. Alpha 3, bitte wiederholen. Ein Alpha, der gerade in Bewegung ist, läuft genau ja, bei der Tasche. Hab sie. 235? Die lässt sich dann leuchten, Edon. Ja, Alpha Lead, das ist genau richtig. Die warten da, dass wir das Feuer öffnen und dann werden sie das Camp einrücken. So, also auf mein Kommando Granatenfeuer öffnen. Los geht's.